Hallo ihr Pflaumen und herzlich willkommen auf meinem Kanal Buchpflaume. Ich freue mich, dass ihr reinschaut und ja, mich gibt es noch. Es gab bloß einige Dinge, die ein wenig wichtiger waren und deswegen musste ich leider ein wenig pausieren. Ja, heute gibt es auch ein anderes Setting ein bisschen, weil ich mich ja schonen muss aus gesundheitlichen Gründen. Und ja, aber ich will gar nicht so viel um den heißen Brei rumreden. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und ich werde euch heute ein wenig über das Buch Die Nickel Boys von Colson Whitehead erzählen. Das Buch hatte ich schon im Dezember gelesen und gehörte auch letztes Jahr zu eines meiner Jahreshighlights dazu. Also war auf jeden Fall ein sehr schöner Abschluss für den Dezember. Und ich hatte ja das Buch schon mal bei meinen Neuzugängen vorgestellt. Deswegen werde ich mich jetzt hier auch zu dem Autoren und was er so geschrieben hat, jetzt recht kurz fassen. Also da könnt ihr gerne nochmal bei den Neuzugängen reinschauen. Da habe ich ein wenig ausführlicher über ihn erzählt. Und zwar ist Colson Whitehead einer der wenigen Autoren, die es tatsächlich geschafft haben, zweimal den Pulitzer-Preis zu gewinnen. Und den ersten Pulitzer-Preis hat er für sein Werk Underground Railroad erhalten. Und dann eben nochmal in Folge für die Nickel Boys. Das muss man erstmal hinbekommen. Er kommt aus einer sehr guten Familie, also aus guten Familienverhältnissen. Hat auf jeden Fall Literatur studiert, ist vom Fach. Und ja, so viel kurz zu ihm. Und das Buch, da bin ich tatsächlich durch Chrissy aufmerksam geworden. Ja, also der alte Kanal hieß ja Chrissys kleine Welt. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch und sich quasi neu definiert über einen Kanal, der jetzt nimmer mehr heißt. Und ja, da bin ich über dieses Buch aufmerksam geworden, habe es dann übers Bloggerportal angefragt und dann auch erhalten. Genau. So, so viel jetzt dazu. Aber um was geht es denn überhaupt in dem Buch? Also, es geht um den jungen Elwood. Und Elwood ist ein Schwarzer, der eben in einem schwarzen Ghetto in Florida, in Tallahassee, aufwächst. Und die Bedingungen und die Zukunftsperspektiven sind ja rar. Die meisten Jugendlichen wissen schon, dass sie später halt als Fabrikarbeiter oder auf Farmen arbeiten müssen. Das Ganze spielt in den 60er Jahren. Und wir begleiten eben Elwood durch seine, lernen ihn halt kennen, durch seine Kindheit, wie er aufgewachsen ist. Und Elwood fällt ein wenig durch das Raster, denn er ist ein sehr ehrgeiziger Junge, hat ziemlich viele Zukunftsvisionen und Zukunftsperspektiven und möchte auf jeden Fall studieren. Sein großes Vorbild ist Martin Luther King. Er hört Musik, die darüber wird gesungen in den Texten, dass man sich einfach nicht unterdrücken lassen sollte von den Weißen. Und genau, er ist auch schon sehr fleißig und arbeitet schon seitdem er kann, eben in einem Kiosk, legt sich viel Geld zur Seite und nutzt dann auch die Möglichkeit, in dem Kiosk auch Zeitungen zu lesen und bildet sich dadurch eben weiter, was ihn dann von den anderen Jungs in seinem Umfeld abhebt, die sich dann eher schnell so in das Drogenmilieu oder in die Kriminalität begeben, und mit diesen ganzen Sachen will er halt einfach nichts zu tun haben. Und er ist dann auch einer derjenigen, der halt wirklich in der Schule sehr gute Noten schreibt und Altklassenbester, glaube ich, sogar teilweise ist. Elwood wird schon als kleiner Junge von seiner Mutter zurückgelassen bzw. alleine gelassen. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt leider nicht mehr so gut, weil es ja jetzt doch schon 2 Monate her war, dass sie mit ihrem Partner durchgebrannt ist. Und ich glaube, irgendwie auch Alkohol- oder Drogenprobleme hatte. Und somit ist halt Elwoods Großmutter eigentlich die Bezugsperson von Elwood. Und
Die ist zwar streng mit ihm, aber sie glaubt halt an Elwood und unterstützt ihn auch in all dem, was er halt tun möchte. Ja, und das Buch, muss man sagen, man hat halt voller, also es fängt voller Hoffnung an. Und keine Angst, ich spoiler hier jetzt nicht zu viel. Er geht dann, wie gesagt, auf die Schule und sein Klassenlehrer, der wird eben auf ihn aufmerksam und dass er halt wirklich sehr zielstrebig ist und sehr fleißig und gibt ihm dann die einmalige Chance, als Schwarzer auf ein College zu gehen, wo er keine Collegegebühren bezahlen muss und ja, sich da eben nicht drum kümmern muss. Und das ist eben eines der wenigen Colleges, die Schwarze, also Ausnahmetalente, unterstützt. Der erste Tag soll anbrechen. Er muss zum College fahren. Das College ist sehr weit weg. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß das jetzt leider tatsächlich auch nicht mehr, ich kann es euch jetzt tatsächlich nicht mehr so genau sagen, weil ich einfach das Buch jetzt schon, das ist schon 2 Monate her, als ich es gelesen habe. Auf jeden Fall muss Elwood dahin trampen. Also er muss nach einer Fahrgelegenheit zum College suchen, stellt sich eben auf die Straße und dann hält ein Auto an, ein ziemlich teures Auto, und da sitzt auch ein schwarzer junger Mann drin und der sagt, ja, du kannst gerne mit mir mitfahren, ich muss in die und die Richtung. Und in dem Moment, als er in dem Auto sitzt, denkt er sich, dass hier etwas nicht stimmt, denn erstmal ist der Junge viel zu jung für so ein teures Auto und vor allem ein Schwarzer, der sich so ein Auto leisten kann. Genau. Und irgendwie braucht es auch nicht lange und auf einmal hören sie Alarmsirenen hinter sich und sie werden aufgehalten. Dann wird festgestellt, dass das Auto eben geklaut wurde und man fragt auch gar nicht wirklich nach Elwoods Meinung, denn Schwarze sind Schwarze, da interessiert es auch keinen, ob er jetzt schuldig ist oder nicht. Bei diesem Gerichtsprozess wird eben entschieden, dass Elwood auf diese Besserungsanstalt Nickel Academy gehen muss. Und wie genau, welchen Zeitraum, glaube ich, wird gar nicht festgelegt. Aber er muss eben dort seine Strafe abbüßen. Und ja, und dann wird ihm noch gesagt, er kann ja froh sein, es gibt ja viel schlimmere Strafen und er ist nochmal irgendwie heile davon gekommen. Ja, und so fängt dann die Geschichte an tatsächlich. Also mich hat das Buch tatsächlich von Anfang an ziemlich mitgenommen. Das Schlimmste, also damit kam ich emotional wirklich sehr schwer zurecht. Also ich habe mich wirklich sehr geärgert und das hat Colson Whitehead sehr gut geschafft, diese Emotionen hervorzurufen. Dass jemand, und so ist das manchmal im Leben, weil es wird einem ja oft eingetrichtert, du kannst alles erreichen, was du möchtest. Das finde ich, ist nur begrenzt wahr, denn es kommt darauf an, wo man aufwächst, wie man aufwächst und unter welchen Verhältnissen. Und das sieht man da eigentlich ganz gut, denn wir haben ja einen Jungen, der alle Voraussetzungen hat, dass aus ihm irgendwann mal was werden kann. Auf dem besten Wege ist, irgendwie eine blumige Zukunft zu haben. Und dann entscheidet eben ja auch die Zeit damals und auch der Rassismus darüber, wie sein Leben letztendlich verlaufen wird und er keinen Einfluss drauf hat, eben keine Möglichkeiten hat, irgendwie das zu ändern, was er dann letztendlich machen muss. Und das hat mich echt fertig gemacht, weil auch dieses, dass er da einfach an diesem Auto sitzt und gerade sich freut und zum College fahren möchte und dieser eine Moment einfach sein Leben schlagartig ändert. Und dann geht das eben auch so weiter tatsächlich. Also wir lernen dann das System in der Nickel Academy kennen. Da werde ich jetzt aber nicht zu viel verraten, weil jetzt da quasi der Roman wirklich anfängt. Wir lernen verschiedene Charaktere der Nickel Academy kennen und was die Gründe hierfür waren, warum sie überhaupt da auf diese Academy gekommen sind. Und das Ausmaß, wie dieses ganze System da funktioniert, das kriegt man so schleichend mit. Und das war auch etwas, was er wirklich grandios beschrieben hat. Das war nicht so mit der Haut-drauf-Methode, sondern das war so wirklich etwas langsam Bedrohliches, was sich so angeschlichen hat. Also literarisch hat er es wirklich drauf, sehr gut zu schreiben. Und ich werde auf jeden Fall noch weitere Werke von ihm lesen. Also
das nächste Werk wird auf jeden Fall Underground Railroad sein. Es soll aber ganz anders sein als dieses hier. Und man muss dazu sagen, es gibt einen Prolog. Und bei diesem Prolog, ich glaube, der ist auch ziemlich realistisch. Also ich meine, den hat er nur ein bisschen abgewandelt. Das spielt in der Gegenwart. Und da hat man eben Knochenstücke und Fundstücke von Kindern gefunden auf einem Gebiet, wo gebaut werden sollte. Und das war wohl ein ziemlicher Akt, da die Genehmigung zu finden und wirklich mal ganz genau zu gucken, was sind das denn für Gebeine, weil es wurde sehr lange abgestritten und man hat halt behauptet, es wären das wären die Überreste von Tierleichen, und das hat aber nicht übereingestimmt. Also so fängt eigentlich das Ganze an. Und das ist ja schon oft in der Vergangenheit gewesen bei solchen Kinderheimen in den Vergangenheiten, dass man erst auf solche Grausamkeiten aufmerksam geworden ist, wenn man ja die Leichenfunde oder die Gebeine dann irgendwo vergraben auf dem Grundstück oder ein bisschen weiter verteilt gefunden hat. Ja, das ist schon mal, also sage ich jetzt mal, ein heftiger Einstieg gewesen, und dann kommen wir halt so langsam in diese Geschichte rein. Wir haben auch in diesem Roman Zeitsprünge drin, aber nicht zu viele. Also wir haben halt eben die Zeit in den 60er Jahren, wo der junge Elwood eben zu der Nickel Academy geht, und dann haben wir eben die Gegenwart, wo eben rückblickend der ganze Skandal auf dieser Academy aufgerollt wird und die Opfer oder die Betroffenen, ja, eher Opfer, die Überlebenden dieser Akademie, ja, so, die lernen wir halt einfach da sozusagen kennen. Und das war auch nochmal etwas, was nochmal, fand ich, noch zusätzlich sehr schwierig war, ja, weil wir einfach dann nochmal die Personen in einem Erwachsenenalter kennenlernen, wo sie schon, ja, schon in die Tage gekommen sind, in die Jahre gekommen sind und dann eben immer diese Rückblicke haben. Was er natürlich auch grandios hinbekommen hat, keine Angst, da verrate ich auch nichts, ist eben das Ende. Also das hat mich wirklich sehr überrascht, und ich muss wirklich sagen, der Roman ist von vorne bis hinten einfach durchgehend gelungen. Ich habe den in einem Zug durchgelesen. Ich glaube, ich hab für das Buch 3 Tage gebraucht oder so. Kommt drauf an. Also ich kann schon Schnellleser sein, es kommt halt auf die Lektüre an, und bei manchen Sachen, da zieht es halt bei mir wie Kaugummi. Manche Sachen finde ich gut, aber da komme ich einfach nicht so voran und lasse mir da halt Zeit. Das war jetzt hier bei den Nickel Boys gar nicht der Fall. Und dann im Nachhinein, also mich hat diese ganze Geschichte ja so mitgenommen, dass ich dann noch ein bisschen recherchiert habe über wirklich diese wirkliche Besserungsanstalt, die es halt damals gab, und habe auch nochmal das Nachwort gelesen, und da muss ich sagen, Hut ab, da hat er nochmal von mir den größten Respekt verdient, denn Colson Whitehead hat es halt wirklich hinbekommen. Er hat Zeitungsartikel, dann auch nochmal Interviews mit den Überlebenden aus dieser Besserungsanstalt, ja, sich zu Gemüte geführt. Also wirklich sehr, sehr viel Recherche betrieben. Und was daraus dann entstanden ist, ist quasi zwar ein Roman, und Elwood ist eine fiktive Person, aber Elwood verkörpert eigentlich alle dieser Besserungsanstalt, also alle, die darunter gelitten haben. So, und das hat er einfach sehr gut hinbekommen, weil das muss man erstmal schaffen, das in einer Person quasi so zu verkörpern. Also teilweise Szenen, die beschrieben sind, und Alltagsroutinen, die wurden wirklich so in Interviews halt festgehalten. Und die hat er dann so immer verpackt in dem Leben, in dem Alltagsleben der Besserungsanstalt von Elwood selbst, genau. Ja, das war für mich schon eine Glanzleistung, und deswegen kann ich es auch verstehen, dass er den Pulitzerpreis gewonnen hat, denn ich finde, es gibt nichts Besseres als irgendwie so ein düsteres Kapitel in der Geschichte und auch ein wichtiges, nicht so trocken zu vermitteln, sondern eben doch noch so, dass man es lesen kann und mitfühlen kann, auch wenn es Elwood jetzt an sich nicht so gab, aber es gab ihn ja doch irgendwie, denn Elwood war quasi viele, also es war nicht nur eine Person, und das hat mich eigentlich noch mehr berührt. Ja, ich könnte jetzt
Stunden hier weiterreden, aber ich denke, hierzu wurde alles gesagt. Ich kann diesen Roman wirklich nur empfehlen, auch für Leute, die vielleicht sagen, ist außerhalb meiner Komfortzone, ist echt ein guter Roman, um so ein bisschen, ja, so seinen Horizont zu erweitern, amerikanische Geschichte dazu zu lernen, dunkles Kapitel der amerikanischen Geschichte, sehr, sehr dunkles Kapitel. Und es ist natürlich nichts für schwache Nerven. Man muss aber dazu sagen, es sind jetzt nicht unnötige Gewaltszenen ausgemalt, also werden jetzt nicht ausgemalt. Also es kommen welche vor, die auch heftig sind, aber ich finde, er kriegt trotzdem immer noch eine gute Balance hin. Und ich bin da schon ein bisschen sensibel. Ich mag es nicht, wenn das so alles so bis ins kleinste Detail beschrieben wird. Ich finde, das dann hat das schon immer irgendwie sowas, ja, weiß ich nicht. Finde ich jetzt persönlich, hatte nicht gemacht. Und ja, also dieses Buch, es ist schnell durchgelesen und ich denke mal, so schnell, wenn man das Buch gelesen hat, wird man es auch nicht mehr vergessen. Und man lernt echt einiges dazu, vor allem wie jugendliche Schwarze damals in den 60er Jahren behandelt worden sind. Das hat mir echt das Herz gebrochen. Ja, das war meine Buchbesprechung für die Nickel Boys. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch das Buch gelesen habt und oder ob ihr Interesse habt. Habt ihr schon andere Bücher von ihm gelesen? Ja, lasst es mich gerne wissen und bis zum nächsten Mal.